So, um den Laserstrahl also an der Wand laufen zu lassen, brauchen wir einen Lautsprecher mit sichtbarer Membran und Sicke. Wir haben solche 10 Euro PC-Lautsprecher, der an den Kopfhöreranschluss von irgendwo wieder angeschlossen wird. Oder hier ein JBL-Streamer. Und ich habe jetzt diesen verwendet, weil der mir gerade wegen der Pad-Größe passt. Hier auch ist die Membran sichtbar. Die Lautsprechermembran, die statt der Kalotte da montiert ist. Das erste, was wir machen, wir legen ein paar Pads drauf, um die Höhe auszugleichen. Und keine Angst, das Gerät wird in keiner Weise beschädigt. Dann legen wir welche außen rum, damit der Lautsprecher bei großem Hub nicht gegen das Gehäuse schlägt, was dann unangenehme Geräusche hat. Als nächstes nehmen wir den Spiegel, legen den dann oben drauf, der jetzt hier leicht gefedert liegt. Das Ganze fixieren wir mit 2 Streifen Krepppapier längs zur Aufstellfläche, hier zart, und am Übergang zum Gerät lassen wir kleine Ösen, sodass man jede Stelle etwas fixieren oder lockern kann. Eine Öse lassen beim Übergang, sodass wir dann noch experimentieren können. Denn je nachdem, ob man die zwei oder die zwei löst, kann man horizontale oder vertikale Fächer erzeugen. Hat man mindestens 3 Ecken locker, gibt es 3D-Figuren, so dieser U-Figuren. Und jetzt probieren wir es einmal aus. Keine Garantie, dass es sofort funktioniert. Da muss man halt noch ein bisschen nacharbeiten. Im Echtbetrieb wird man hier drunter unter die Ösen noch echtes Klebeband dran machen, damit sich das hier durch die Vibration nicht vom Gerät ablöst. Das Gerät nimmt auf jeden Fall keinen Schaden. Also, Beam an. Und jetzt versuchen wir mal, hier in die Wand zu montieren und geben mit dem Tab Musik drauf. So hell ich für das Licht ja. Kurze Demo, in dem Fall ging der Ausschlag nach oben eher wenig, das heißt man müsste an dem oberen Band noch ein bisschen lösen. Da kann man ein bisschen hin und her spielen und wenn man die Fixierung richtig hat, macht man einmal im Kreis ein festes Klebeband fertig und der Clip, der jetzt danach kommt, zeigt dann den Walldancer abends mit Nebel in einen Baum gerichtet. Viel Spaß beim Nachmachen.